Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Neocap und mal gucken, ob ich habe ja bei der letzten Folge gesagt, also wenn ich Game Over gehe wegen so einem Scheißbug, dann würde ich das Ganze beenden. Also das ist mir dann zu doof, aber wir gucken mal, wie weit es noch geht. Wir müssen auf jeden Fall erstmal tanken. So viel steht fest. Und dann gucken wir. Ja, wir haben ja noch Nachricht von Savi bekommen. Und wir müssen Chase einsammeln. Und dann gucken wir mal, was das für ein Typ ist. Und wie es hier weitergeht mit der Story. Natürlich könnte ich mich jetzt auch für die anderen beiden entscheiden. Für Liam, klar, aber ich will ja mal, dass die Story ein bisschen weitergeht. Beatmeister, Trans, DJ, Aktivist, nicht unbedingt in der Reihenfolge. Chase Selvitel. Die LOPD-Streifenwagen tauchten die Straßen abwechselnd in rotes und blaues Licht. Auf den Bürgersteigen lagen Unmengen an Glassplittern und niedergetrampelten Pappschildern. Im Vorbeifahren sah ich nur Bruchstücke von dem, was auf den Protestschildern stand. Autos, Blut, Capra. Zwei Polizisten verfrachteten einen schreienden Demonstranten in ein Auto, während andere ein paar Nachzügler wegführten. Wie schlimm es auch gewesen sein mochte, es war wohl fast zu Ende. Aber ich konnte ihn nicht sehen. Ich konnte nicht nah ran, denn zu dem Zeitpunkt hatte das LOPD schon die ganzen Zufahrtsstraßen abgeriegelt. Ich scannte die Menschenmassen, spähte in Nebenstraßen rein. Und dann hat er die Fahrt abgesagt, ohne mir zu schreiben. Sein Marker verschwand einfach von der Karte. Das jetzt nehmen oder nicht? Keine Ahnung. Ich hoffte, dass er okay war. Vielleicht hatte er einen anderen Weg aus dem Chaos gefunden. Ich stellte mir vor, wie er bei Azul auf dem Lenker saß und sie durch Tränengaswolken fuhren. Aber mir wurde klar, dass ich nicht mal wusste, wie er aussah. Damit war auch meine Chance futsch, zu erfahren, was mit Savi abgeht. Na super. Ich schaute auf die App, um zu sehen, ob Liam oder Ellie noch abgeholt werden wollten. Auf der Karte war nichts zu sehen. Alles umsonst, das kann aber nicht wahr sein. Mir war zum Heulen zumute, aber ich wusste, wenn ich erstmal anfing, würde ich vielleicht nie mehr aufhören. Nicht bei allem, was mir im Kopf herumschwirrte. Wenn ich nicht mal einer der wenigen Freundinnen helfen konnte, die ich in dieser Stadt hatte, wozu war ich dann überhaupt hier? Ich konnte nur hoffen, dass es mir gelingen würde, Savi zu helfen, wo immer sie auch sein mochte. Bewertung von Chase Selvitel. Fahren ist nicht gekommen, aber 5 Sterne aus Solidarität. WTF. Ihre Bewertung ist gestiegen. Okay, jetzt bin ich über 4,3. Die Polizei kommt. Na super. Um Himmels Willen. Ich hatte Polizisten mit... Okay, das hat sie schon mal gesagt. Ich versuchte nicht wieder hinzusehen, mich nicht so sehr zu bewegen und nicht so verdächtig zu wirken, wie ich mich fühlte. Einen Live und in Farbe zu sehen, brachte mich noch mehr aus dem Konzept. Wo sollte ich denn hinschauen? Ich brauche ihren Führerschein und ihre Zulassung. Ja, bitte.
Ich müsste akzeptieren auf meinem Handy. Meine ID blitzte auf seinem Bildschirm auf. Ich war im System. Das ist aber cool gemacht. Also das finde ich überhaupt die geilste Animation hier von dem Polizisten. Hier steht Cactus Flats. Ja, ich bin neu in der Stadt. Wie lautet Ihre Adresse, Ma'am? Ich habe noch keine. Sie haben noch keine. Ich bin gerade erst hergezogen. Ich versuche, Kontakt mit meiner Freundin aufzunehmen. Warum sagt sie das denn jetzt? Hä? Das habe ich nicht ausgewählt. Wir wollten zusammenziehen. Also werde ich bald eine Adresse haben, aber jetzt habe ich keine. Sie kann doch sagen, sie wohnt im Motel. Ist doch jetzt nicht so schwer. Gute Arbeit, Lina. Überhaupt nicht verdächtig. Wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe? Nein, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich zu schnell gefahren bin. Sie haben jemanden illegalerweise in einer Capra-Zone abgeholt. Bei meiner letzten Fahrt, das war am anderen Ende der Stadt, hätte er das sehen können. Ich hatte nur 10 Sekunden angehalten, es musste das vorbeifahrende Capra-Auto gewesen sein. Das war mir nicht bewusst. Tut mir leid, das wusste ich nicht, tut mir leid. Ja komm, wir sind ja neu in der Stadt. Das macht 45 Coin für den Verstoß gegen die AF-Zone. Wie ich sehe, haben Sie genügend Geld in Ihrem Capra Cash Portemonnaie? Gut, da kann ich die Coin gleich direkt abbuchen. Was eine Strafe, und Sie buchen es von meinem Capra Cash Konto ab? Wie war das möglich? Okay, das wusste ich nicht. Sie sind neu in der Stadt. Ja, ganz neu. Dann haben Sie wahrscheinlich noch nicht von den Freunden des LOPD gehört. Moment, was ist das? Wir halten jedes Jahr einen Polizeiball ab. Das ist eine gute Sache. Hilft der Allgemeinheit sehr. Das ist eine Initiative, die von den Freunden des LOPD unterstützt wird. Eine wohltätige Organisation von Bürgern. Wie Ihnen. Verstehe. Hätten Sie Interesse daran, etwas zu spenden? Wenn das in Los Ojos so lief, musste ich mitspielen? Die durchschnittliche Spende beträgt 20 Coin. Der hat mir schon 45 abgezogen, was denkt er denn? Geht nicht, ich bin fast pleite. Verstanden. Ihre Strafe wird automatisch aus Ihrem Portemonnaie abgebucht. Der Verstoß erscheint in Ihrer Akte, außer Sie fechten es gerichtlich an. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ich konnte mich nicht von Capra abhängig machen. Verstanden. Wissen Sie, auf der Straße ist Ihr Auto sehr auffällig. Neocab. Die meisten Leute nehmen Capra. Seine Worte waren wie Schläge in die Magengrube. Fahren Sie vorsichtig, Frau Romero. Bevor ich das Auto wieder anließ, wartete ich, bis ich mich etwas beruhigt hatte. Mein Feelgrid war natürlich ganz weiß. Ich wollte nur einen ätzenden Tag abhaken und endlich schlafen, aber dank Savys Verschwinden stand das nicht zur Debatte. Auf jeden Fall musste ich das Geld für den Strafzettel wieder reinholen. Ich brauchte das Geld, also brauchte ich einen Fahrgast. Ja, aber wir sind ja immer im Minus, weil die... Also zunächst mal verstehe ich nicht ganz, wie man aus 5 plus 4 plus 1 auf 4,3 kommen kann. Oder werden wird die letzte Fahrt stärker bewertet als die Fahrten davor? Das verstehe ich halt nicht. Habe ich gerade noch 25.
Eieieiei. Ich bin das Gesetz. Hier. Kein Firmenstaat, nein zu Sophie, Radix. Macht es für Sophie, ja zu Sophie, sagt ja. Okay, bra. Okay. Na gut, dann haben wir das auch mal gemacht. Das ist ja okay. Ich meine, dass es auch schwierig ist, ist okay, aber... Also das verstehe ich nicht und das hier, das regt mich immer noch auf. So. Wir müssen immer noch den hier befragen. Na, ich brauche echt Geld. Die war doch ganz angenehm. Risa hat erwähnt, dass sie nochmal eine Fahrt mit mir machen würde, aber ich hatte nicht gedacht, dass sie es ernst meinte. Ach so, nee, das war die genau von dem Pärchen. Vielleicht lebt sie doch gern gefährlich. Das war die von dem Pärchen, ja, ja. Also von diesem gescheiterten Date. Hallöchen. Da steht, dass sie mich zu Sacred Geometry bringen, oder? Tut es ja. Gut. Mir leid, ich musste es nur überprüfen, da ich das Navi nicht wie in einem Capra sehen kann. Geht es um den Drink? Also möglicherweise... Es ist eher so, dass ich über ein paar Sachen nachgedacht habe, die ich beim ersten Mal gesagt habe. Und ich möchte mich entschuldigen. Oh. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ein Fahrgast sich bei uns entschuldigt. Sonst sind immer wir diejenigen, oh, tut uns leid und so. Das ist wirklich nicht nötig. Also, das haben sie schon Fahrgäste entschuldigt, aber dann meistens so, ach, ich will sie ja nicht belästigen oder so. Aber das wirklich, dass jemandem leid tut, was zu uns gesagt wurde, ist neu. Trotzdem, ich habe das Gefühl, dass ich meine Meinung auf unschöne Art und Weise rübergebracht habe. Auch wenn es bewiesen ist, dass richtig eingestellte Maschinen weniger Potenzial haben, Fehler zu machen als Menschen. Ist das nicht ihre Schuld? Ein seltsamer Anfang für eine Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich sie nur als Teil des fortlaufenden Automatisierungskonflikts betrachtet habe. Oh. Das Ding ist halt... Der Konflikt ist ja nicht so abstrakt, sondern das sind dann halt, naja, vielleicht begreift sie das jetzt, dass da ja echte Menschen dahinter stecken. Hinter der Statistik. Wie sie damals eingegriffen haben, da ist mir etwas bewusst geworden. Ich habe nicht mehr so viel wie früher mit richtigen Menschen zu tun. Vielleicht nicht genug. Ich hoffe, das Date hat sie nicht gänzlich abgeschreckt. Nein, eher das Gegenteil. Auf der Arbeit haben alle über den innovativen Algorithmus von MeetCute geredet, also musste ich ihn ausprobieren. Nachdem das Date so schlecht gelaufen war, habe ich mir ihren Code angesehen. Er war total rudimentär. Ihre ganzen Daten, alles Benutzereingaben, die haben überhaupt nichts gesammelt. Es war ekelhaft. Jede Maschine ist nur so gut wie die Daten, von denen sie lernt. Und darum bin ich hier. Auch wenn ich echt Schiss habe. Diese wirtschaftliche Zwecke. Warum haben sie solche Angst vor menschlichen Fahrern? Er sagt halt wieder Statistik. Ach, das hat keinen spezifischen Grund. Ich sehe mir nur den ganzen Tag lang Fehlerraten und Schadensberechnungen an. Wenn eine schöne Maschine versagen kann, wie viel Hoffnung gibt es dann für unsere weichen, sterblichen Hüllen?
Ich konnte mir nicht vorstellen, wie es war, einen Job zu haben, bei dem man über Worst-Case-Szenarios statt über Charakterfehler nachdachte. Kein Wunder, dass sie Angst hatte. Mir würde es genauso gehen. Ja, Lina hat ja auch vor allen möglichen Dingen Angst. Ich würde es nicht unbedingt Angst nennen, aber ja, meine Bedenken gehen einfach auf die Daten zurück, leider. Danke, dass Sie das zugeben, auch wenn Ihnen das sicher nicht leicht fällt. Ich konnte nicht anders, ich lächelte. War ich dabei, Risa zu verstehen? Darum sind Sie wahrscheinlich gut in Ihrem Job. Und ich bin gut in meinem. Ich trainiere KI-Systeme, fehlerfrei zu arbeiten. Wenn ich zulasse, dass die Fehlerrate größer als angemessen ist, könnte das schlimme Auswirkungen haben. Ich muss denen jetzt ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Ich brauche ja irgendwann mal meine fünf, also dreimal hintereinander fünf Sterne. Na komm. Ja, für mich und für alle anderen. Sie wissen es bloß nicht. Es steht viel mehr als nur einzelne Leben auf dem Spiel. Überrascht Sie das? Es steht viel mehr als nur einzelne Leben auf dem Spiel. Ein bisschen schon. Hier wussten Sie, dass wir können eine KI nicht zulassen, bis die Fehlerrate auf 0,003% fällt. Was macht Ihre KI denn so? Gerade trainiere ich den Hauspflegebot von Sacred Geometry. Ich hasse das Wort. Bot klingt echt niedlich. Wie ein lustiger kleiner Freund oder so. Sie sollten für unser Marketing-Team arbeiten. Solche Sachen liegen wir wohl nicht so sehr. Die Hauspflegeeinheiten sind nicht nur Begleiter. Sie nehmen Proben, führen einfache Analysen aus, dosieren Medizin, holen Hilfe, überwachen die Vitalfunktionen. Und sie kennen 200 Spiele zur Kognitionssteigerung. Klingt spaßig? Ja, ich finde schon. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass eine Fehlerrate von 0,003% zu hoch ist. Das Risiko ist zu hoch. Naja, das kann dann die Medikamentendosierung sein. Dann, da spätestens da hört der Spaß auf. Aber, ja, Menschen, also menschliche Pflegekräfte können auch mal die falsche Pille hinlegen. Aber wir haben schon Millionen von Vorbestellungen. Aber Sie können sie weiter senken, oder? Ich versuche es, aber momentan bewegt sich nichts. Puh, das klingt wirklich stressig. Sehen Sie, jetzt verstehen Sie meine Ängste. Vielleicht verstehe ich nur die Wahrscheinlichkeit des Risikos, aber ich stelle es mir nicht vor. Nur weil niemand sie sehen will, ist sie nicht weniger real. Ich finde das nachvollziehbar. Wirklich? Ja, Sie versuchen nur sicherzustellen, dass den Leuten nichts passiert. Danke für Ihr Verständnis. Ich war in letzter Zeit fast ununterbrochen im Büro. Ich habe Kinder trainiert. Kinder? Ach, das ist nur ein Codename für das Projekt. Es steht für künstliche Intelligenz. Nutze daheim einen Roboter. ganz schön langer Name. Aber das Akronym bringt es elegant und direkt rüber, finden Sie nicht? Ja, komm. Wir wollen sowieso, dass die Leute Ihnen menschliche Namen geben. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen dem Produkt und dem Kunden.
Jedenfalls habe ich meinem Team versprochen, die Fehlerrate auf 0,001% oder weniger zu reduzieren, wenn der Launch um eine Woche verschoben wird. Und so kam es dann. Jetzt weiß ich nicht mehr, wann ich zuletzt das Tageslicht gesehen habe. Wie viel Zeit haben Sie noch? 3 Tage. Ich bin nicht optimistisch, aber ich kann nicht aufgeben. Okay, aber dann ist sie schnell noch auf ein Date gegangen. Das ist sehr, sehr komisch. Na komm. Das ist nett, aber Sie wissen doch gar nicht, was ich drauf habe. Warum sagen Sie das dann? Weil Sie leidenschaftlich sind? Mag sein, aber wenn ein Wert nicht quantifiziert oder gemessen werden kann, ist das für die Arbeit nicht relevant. Leidenschaft passt in kein Raster. Obwohl ich mich bemühte, sie zu mögen, war Risa mir anfangs tough vorgekommen. Distanziert, kalt, sogar arrogant. Aber jetzt konnte ich sehen, dass sie gar nicht so war. Sie war leidenschaftlich und aufrichtig. Und ihr Hang zum Perfektionismus machte ihr das Leben schwer. Alles klar da hinten? So weit, so gut. Ich weiß, was sie denken. Alle haben Angst vor dem Fortschritt, aber man kann ihn nicht aufhalten, nicht rational. Weil man den Verlust einiger Jobs nicht gegen die Vorteile aufwiegen kann, die sie für die ganze Welt bedeuten. Diese Rechnung kann jeder nachvollziehen und darum haben Firmen wie Capra Erfolg. Das musste ja kommen. Allerdings gehöre ich nicht zu den Leuten, die denken, dass die Maschinen bald alles für uns erledigen werden. Nein? Nein. Und es ist wichtig, dass Sie darüber Bescheid wissen. Vorerst brauchen wir zumindest noch menschliche Trainer wie mich. Das ist gut, oder? Warum? Das bedeutet, dass unsere Technologie fehlerhaft ist. Ich träume von dem Tag, an dem ich mich selbst überflüssig mache. Wirklich. Das klingt traurig. Finde ich nicht. Aber sie wirken traurig. Ich bin bloß müde. Für jemand, der so viel zu tun hatte, vertrödelte sie viel Zeit in meinem Auto. Ich muss zugeben, dass es angenehm war, mit jemandem zu reden. Mit ihnen. So, noch mehr rausholen aus der Bewertung. Wie wäre es mit... Na, dann sagt er sie. Also ich komme jetzt auch mit den Zeiten nicht. Das ist doch noch nicht so lange her. Ich komme mit den Zeiten nicht so ganz klar. Das sind doch jetzt nicht so viele Tage vergangen, seitdem wir sie das erste Mal hatten. Und jetzt ist sie total beschäftigt und da hatte sie Zeit für ein Date. Naja, rufen Sie an, wann Sie wollen. Danke, Lina. Schönen Abend noch und fahren Sie vorsichtig. Ich sah ihr zu, wie sie mit schnellen Schritten in das dunkle Bürogebäude ging. Sie bewegte sich wie ein verkrampfter Muskel und das machte mir Sorgen. Wollte ich, dass sie sich entspannte, weil ich mir Sorgen um ihr Wohlergehen machte? Oder weil ich Angst um meinen Job hatte? Jo, angenehme Unterhaltung, die das Sicherheitsrisiko wert war. Werde wahrscheinlich wieder anrufen. Ist gleich geblieben, ja. Aber Trinkgeld hat sie trotzdem nicht gegeben. Na super. Es war weit nach Mitternacht. Ja. Wir sind nämlich fast pleite.
Ich weiß dann auch irgendwann nicht mehr, wie ich mir die Übernachtungen leisten soll. Weil die werden ja auch nicht billiger. Boah, und wieder alles so weit weg, ey. Mann, Mann, Mann. Oh Gott, ey, der schon wieder. Der hat halt nur so eine kurze Fahrt. Da gibt's dann fast kein Geld dafür. Aber da bin ich dann wieder ewig weit weg von der Übernachtungsmöglichkeit. Na komm, wir müssen mal wieder in den Süden runter. Als Agonon sich auf den Rücksitz fallen ließ, wirkte er so niedergeschlagen wie eh und je. Ich wollte ihn danach fragen, aber dann erinnerte ich mich an die letzte Fahrt mit ihm. Mir geht es wirklich mies, und dir? Er gluckste. Du redest mir nach dem Mund, aber danke. Freut mich, dich wiederzusehen, Agonon. Jetzt mal im Ernst, wie läuft dein Abend so? Um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich müde. Willst du ein Nickerchen machen? Ich fahre dich ein paar Stunden lang durch die Gegend. Ist zwar ein teures Nickerchen, aber ich wünschte, das wäre möglich. Aber leider gibt es zu viel zu tun. Ich habe den Ortsverband von Los Ojos des Kults von Metavopian gegründet. Habe ich dir das schon erzählt? Jedenfalls werden es immer mehr Leute. Allein in diesem Monat waren es ein Dutzend Neophyten. Ich habe ihnen allen gesagt, dass sie einen Freund oder eine Freundin mitbringen sollen, aber ich hatte nicht wirklich damit gerechnet. Jetzt bringen ihre Freunde weitere Freunde mit. Und wir brauchen einen Versammlungsort, wo mehr Platz ist. Das klingt nach einer Menge Arbeit. Ich komme kaum hinterher. Was ist denn am schwierigsten? Wo soll ich anfangen? Die Botschaft von Metavopian hat Los Ojos ergriffen. Das überrascht mich nicht. Nein? Ich dachte, hier würde es zu viele Rivalen geben. Mit der schwierigen politischen Lage, den Radix-Herden, die in den Straßen auftauchen. Meinst du den Radix-Schwarm? Ja, also das ist ein Kult. So seltsam wie L.O. ist, passt das einfach. Ich muss zugeben, dass die Stadtbewohner überraschend gut mit der Vorstellung umgehen, dass unter der Erde ein Wurmgott lebt. Wirklich überraschend gut. Heute Abend verteile ich Broschüren in den Deadweight Fitnessstudios und ich muss ein paar neue Versammlungsorte ansehen. Dann habe ich 3 verschiedene Besprechungen mit Akolyten. Sie steigen so schnell auf. Einer von ihnen, Todd, fängt schon bald mit Band 6 des Buchs des Hungers und des Leidens an. Ich habe Band 6 noch nicht mal. Ich werde den gepeinigten Portasio bitten müssen, das Buch aus Seattle herzuschicken. Das Problem ist also, dass du zu viel zu tun hast. Nein, nicht ganz. Ich wusste nicht, ob diese Lehren in Los Ojos Anklang finden würden. Ich habe mich auf das Risiko eingelassen. Dann haben sie Anklang gefunden und jetzt? Seine Stimme war so leise, dass ich ihn kaum hören konnte. Jetzt fühle ich mich deshalb gut. Ich biss mir auf die Zunge. Erzähle niemandem davon, keiner der Neubekehrten darf davon erfahren. Wenn ich mich gut fühle, raube ich dem Leidenswurm seine Nahrung. Also um das kurz festzuhalten, du fühlst dich schlecht, weil du dich gut fühlst.
weil du anderen Leuten hilfst, sich schlecht zu fühlen. Das ist eine Vereinfachung meines Wegs durch Metavopians großes, erbebendes Herz. Aber ja, mehr oder weniger. Und ihn jetzt nicht verärgern. Darf ich etwas über Gefühle sagen? Natürlich. Ich weiß, du bist ein... Priester? Nachwuchsgepeinigter. Red weiter. Genau, und ich weiß, du gehst völlig in dieser Gruppe auf und Leid ist das Allerwichtigste. Aber wie du Gefühle betrachtest, ist irgendwie... nicht so, wie es wirklich ist. Es ist grob vereinfacht. Hast du die Bände 1 bis 5 des Buchs des Hungers und des Leidens gelesen? Ich schon. Also gut, Nachwuchsgepeinigter, wie wäre es damit? Ich erzähle dir von einem Gefühl, das ich mal hatte, und du sagst mir, ob es den Leidenswurm nährt oder nicht. Ja, einverstanden. Okay, ich erzähle dir Folgendes. Was, jemand hat mich kritisiert? Das interessiert mich jetzt, eine Kindheitserinnerung. Früher habe ich gern getanzt, ich habe viele Stunden genommen und meine Eltern ständig um mehr angefleht. Und ich war auch echt gut. Aber irgendwann, da war ich noch kein Teenager, habe ich aufgehört. Ich weiß nicht mal mehr warum. Manchmal denke ich an dieses Mädchen und den Weg, den sie vor sich hatte. Sie hatte keine Angst davor, aufgeregt zu sein. Ich denke an mich bei diesen Aufführungen, in meinem glitzernden Tutu, wie ich auf- und abhüpfte. Siehst du, ich muss lachen. Und weinen würde ich am liebsten auch. Und nährt das Metavopian? Wenn der Hauptbestandteil eines Gefühls Leiden ist, also wenn es dir lieber wäre, dass es aufhört, dann wäre es... Agonon wand sich hin und her. Die Frage ist die, leidest du mehr darunter oder ist das Leiden nur... Ich wollte lächeln, aber ich biss mir auf die Lippe. Das müsste ich im Buch des Hungers und des Leidens nachschlagen. Hör mal, Agonon, du fühlst dich gut? Vielen anderen Leuten geht es schon schlecht genug. Ich glaube nicht, dass der Leidenswurm in nächster Zeit verhungern muss. Er schwieg einen Augenblick. Ich weiß deinen Rat zu schätzen. Vielleicht werde ich das in Band 6 lernen. Vielleicht brauchst du nur ein Feelgrid. Agonon schaute aus dem Fenster, als wir uns einem dunklen Gebäude näherten, das aussah, als ob es mal ein Diner gewesen war. Bei all den protzigen neuen Gebäuden bekam ich das alte L.O. nur selten zu Gesicht. Da wären wir. Vielleicht wird dieses Gebäude unser Versammlungsort. Es ist riesig. Gut, das ist genau das, was ich brauche. Wirklich? Ja, Lina. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Danke, vielleicht sehen wir uns bald wieder. Er winkte jemandem zu und ging los. In der Luft lag noch der Geruch von nicht mehr frischen Pommes. Es war schön, wenn die Vergangenheit zum Vorschein kam. Schön und auch ein bisschen traurig. Aber ich fühlte mich gesättigt. Jo, Lina zeigt Potenzial als Nachwuchsgepeinigte. So, der hat Trinkgeld gegeben, aber das ist halt immer noch viel zu wenig Geld. Bewertung ist gestiegen.
Also ich weiß nicht, wie viel der davon einbezieht. Die letzten drei oder die letzten, doch die letzten fünf oder so. Ich weiß es halt nicht. Aber wenn das mehr sind, dann braucht man schon verdammt viele 5-Sterne-Bewertungen am Stück, dass man das schaffen kann. Schichtende. Na super. Ja, wir müssen auch ein bisschen sparen natürlich. Mal 18,31, das sind 18,0. Warum ist das teurer? 20,77. Oh Mann, ey. Bin mal gespannt, wann ich pleite gehe. Weil das zieht mir immer so viel ab, das Übernachten. Und ich kann halt nur 3 Fahrten pro Nacht machen. Also es kann sein, dass er die letzten 4 nimmt. Das würde Sinn machen. Na gut. Muss jetzt ein bisschen Benzin sparen. Dann ist sie natürlich nicht mehr so gut drauf, aber mal gucken, wie sie das jetzt verkraftet. Also war nicht nur Savvy verschwunden, was auch immer passierte, zwang mich, Capra Geld zu geben. Mein letzter Ausweg. Ich checkte bei einem Kiosk in der krankenhausweißen Lobby ein und folgte den violetten Lichtern im Boden zum Aufzug 4 und zur Kapsel 425. Das glänzende Fach glitt auf, als ich näher trat, und schloss sich mit einem sanften Zischen hinter mir. Es war nur eine bessere Torpedoröhre. Keine Ahnung, wie sie es schafften, dass es sich wie eine Luxusmondkapsel anfühlte. Es ist richtig frustrierend, wie gut Capra darin ist. Was? Stay centered? Kann ich nicht lesen. Ich schlief sofort ein und fühlte mich beim Aufwachen, als wäre mein Körper in der Raumzeit vorausgehüpft. Aber wo war mein Verstand geblieben? Ich fühlte mich benebelt und irgendwie nicht ganz da. Ich dachte an die alte Körperfresser-Science-Fiction-Filme. Da hatten auch Kapseln eine Rolle gespielt. Guten Abend, Lina, zwitscherte mich Athena, Capras unerschütterliche KI an. Meine Güte, die ganze Situation verursachte mir eine Gänsehaut. Ich rutschte zurück in meinen Wagen, als wollte ich mich bei ihm für meinen Verrat entschuldigen. Physisch fühlte ich mich glasklar und zentriert, als hätte mein Verstand Yoga-Posen geübt, während ich schlief. Sogar mein Feelgrid leuchtete beruhigend weiß. Ich sah zum zweiten Mal nach dem Aufwachen nach, ob ich noch eine Nachricht von Savvy bekommen hatte. Nichts. Okay. Neue Nachricht von Savvy. Aber ich würde sagen, die gucken wir uns erst in der nächsten Folge an. Und deshalb vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Leu.